Herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Serie Videos erstellen mit Videomaker FX. Ja, nochmal herzlich willkommen zum heutigen Tutorial zum Videomaker FX. Es sind jetzt schon einige vorhergegangen und jetzt mache ich noch Folgendes, nachdem ich schon das ganze Musikportal gezeigt habe, das hier mitgeliefert wird, einen kleinen Überblick darüber gegeben habe und auch ein bereits tolles Testimonial bekommen habe von einem meiner Facebook-Freunde, der schon gutes Geld mit diesem Videomaker FX verdient, möchte ich Ihnen jetzt erstmal einen Slide ein bisschen im Detail zeigen, dass Sie sehen, wie Sie die Slides individuell bearbeiten können. Das ist zwar nicht bei allen komplett gleich, aber doch sehr ähnlich. Also ich zeige Ihnen jetzt bei einem dieser Textslides, was Sie dann wirklich intern hier alles bearbeiten können. Und dann werden, denke ich jetzt mal, noch so zwei oder drei Videos hinterher folgen, wo ich einfach durch die Slides durchklicke, dass Sie sich ein bisschen ein Bild machen können, was Sie alles machen können. Gut, ich starte jetzt einfach. Ich bin ja hier, wie Sie sehen, schon eingeloggt in meinen Videomaker FX. Ich mache wieder ein neues Projekt auf, das nenne ich jetzt nochmal Test. Das erstelle ich. Ich gehe hier auf Add Slide. Das haben Sie alles schon im ersten Video gesehen. Und ich nehme jetzt hier gleich hier den ersten Slide. Das ist eben das Slide für Artikel und Texte. Dann gehe ich jetzt hier auf Large Image Only, heißt das. Dann gehe ich hier auf Add Slide. Hier sehe ich die Vorschau, da sehe ich jetzt noch nichts, weil ich hier einfach einen Text reinschreiben kann oder auch ein Hintergrundbild. Ich zeige Ihnen das jetzt gleich, ein Hintergrundbild einfügen kann, wo ich dann immer nur meine Texte einfüge, so wie Sie das auch aus PowerPoint kennen, nur dass es hier viel, viel einfacher ist. Okay, ich gehe jetzt hier auf Add Slide, dann übernimmt es den. Hier sehen Sie dann immer die Vorschau und das ist jetzt der Kernpunkt dieses Videos, dieses Bearbeitungsmenü, das Sie hier drüben sehen. Das haben Sie dann übrigens bei jedem Slide, habe ich ja vorher schon erwähnt, ist dann teilweise ein bisschen unterschiedlich, aber da können Sie sich dann einfach ein bisschen damit spielen. Jetzt zeige ich mal, wie das funktioniert. Sie können hier zum Beispiel, Sie können hier oben mal scrollen, hier Text, dann sehen Sie hier Text Area 1. Wenn Sie hier anklicken, können Sie hier drüben Ihren Text schreiben. Schreiben wir mal, das ist ein Test von Benjamin. Hier können Sie eben Ihren Text reinschreiben. Dann können Sie hier unten die Textfarbe verändern. Wenn ich jetzt hier auf grün gehe, ist der Text grün. Wenn ich auf gelb gehe, ist er gelb. Nehmen aber wieder schwarz. Dann können Sie hier die Größe verändern. 55, dann wird das Ganze größer. Hier, ob er links, rechts oder in der Mitte ist. Also das ist eigentlich wirklich alles ganz leicht verständlich. Dann hier oben, unten oder in der Mitte. Kann man hier alles einstellen. Nehmen wir hier wieder die Mitte. Dann können Sie hier die Schriftart verändern. Da kann man sich auch einfach durchklicken. Da sind viele, viele Schriften drinnen. Ich nehme jetzt aber auch hier die vorgegebene. Dann Texteffekt. Gibt es dann einige Effekte. Auch einfach mal durch. So, ich weiß jetzt gar nicht, ob das so zu sehen jetzt ist bei dieser Aufnahmefunktion, aber jetzt ist er zum Beispiel so ein bisschen gelb hinterlegt. Hier sieht man es, denke ich, ganz gut mit so schwarzen Schatten. So, das kann man hier alles verändern. Ich gehe aber wieder auf No-Effekt. Dann können Sie hier Ihren Slide verlängern. Wenn Sie hier unten sehen, der dauert prinzipiell 4 Sekunden. Wenn Sie jetzt hier nach oben klicken, dann sehen Sie es auch gleichzeitig hier unten mitgehen. Jetzt bin ich schon auf 5 Sekunden, 6, 7, 8. Das ist dann ganz individuell verschieden, wie lange Sie den Text einfügen und wie lange Sie dazu sprechen. Sie müssen natürlich auch gar nicht dazu sprechen, aber hier kann man das eben ein bisschen einstellen. Gibt hier noch den Hintergrundeffekt. Sieht man, da sind auch einige solche Folien hinterlegt, die man normalerweise gar nicht so einfach in PowerPoint erstellen kann. Ich habe das mal versucht, immer mit diesen Schatten im Hintergrund, wenn der Text nach innen immer weißer wird. Das ist wirklich gar nicht so einfach.
Hat mir schon ab und zu mal den einen oder anderen Nerv gekostet. Hier klickt man einfach durch. Das ist mal diese Funktion. Ich gehe jetzt aber hier zurück auf den Effekt Nummer. Ich denke, wir hatten hier die Nummer 2. Nein, wir hatten 1. Ist, denke ich, jetzt auch aber egal. Gut, das ist jetzt mal die Textfunktion gewesen. Dann können Sie hier oben nach den Reiter weitergehen zu Images, also Bilder. Und hier haben Sie schon mal eine tolle Möglichkeit, nämlich das Background Image. Und da zeige ich Ihnen jetzt gleich einen Trick. Ich weiß nicht, ob Sie die Videos von Herrn Norbert Gläuber kennen. Er ist Xing-Experte und er hat immer diese tollen Präsentationsvideos, wo man immer sein Bild sieht und wo einfach der Text reinkommt. Ich habe jetzt so etwas Ähnliches, sage ich jetzt mal, vorbereitet. Wenn ich hier auf Browse File gehe, dann öffnet der Video Maker FX meinen eigenen Ordner vom Computer. Ich gehe jetzt hier auf die Bilder, Blockbilder. So, dann scrolle ich hier runter. Ich habe mir hier eine Vorlage schon. Wenn ich sie, ah, hier habe ich sie. So, öffnen. Jetzt fügt mir der Videomaker FX diese Folie in den Hintergrund und die kann ich dann immer ersetzen. Ich kann nämlich, also ich meine, immer duplizieren. Ich habe hier ein Bild von mir, ich habe meine Internetadresse. Und hier kann ich dann immer individuell, wie wir es vorher gesehen haben, meinen Text ändern. Das ist echt eine coole Funktion. Das können Sie hier machen, eben so ein Hintergrundbild einfügen. Sie können aber auch, wenn Sie dieses Bild hier weggeben, einfach, Moment, nehmen wir jetzt die wieder raus. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Okay, das wollte ich. Ich habe es jetzt wieder rausgenommen. Sie können auch ganz einfach hier drüben bei diesen Farben die Folie ändern. Sie sehen, wenn Sie jetzt hier auf Lila gehen, Grün, ist ganz egal, dann können Sie hier ganz individuell für Ihre Präsentation im Hintergrund die Farbe der Folie ändern. Also gibt es im Prinzip so furchtbar viele Möglichkeiten. Sie werden hier nie wie jemand anderer aussehen, sage ich mal. Auch wenn Tausende diese Software benutzen, man kann so auf sich individuell einstellen, dass sie wirklich niemals eine Ähnlichkeit mit jemandem anderen ist. Dann geht es ja noch weiter auf die Animation. Das ist auch eine ganz tolle Funktion. Sie können hier ganz einfach diese Animationen einfügen, wie ich es beim allerersten Vorführvideo gezeigt habe. Gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, Wolken und so weiter. Okay, ich gehe aber wieder zur Simplen zurück. Und dann der nächste tolle Effekt, wenn Sie zum Beispiel in Ihrem Video dann auf einen Link in Ihrer Beschreibung zum Beispiel auf YouTube hinweisen möchten oder einfach auf Ihrem Blog unter dem Video auf einen Link, dann gibt es hier diese Pfeile, die automatisch erscheinen. Da gibt es diesen, dann in weiß, gelb, dann die ganze Reihe mit den roten Pfeilen, dann gibt es die in schwarz, in weiß, bisschen stärker und so. Also das ist echt eine tolle Funktion. Das kann man jetzt alles so auf sich individuell einstellen und weil man diese Folie jetzt duplizieren möchte, dass man einfach den gleichen Effekt auch in der nächsten Folie hat, aber dafür einen anderen Text, dann gehen Sie einfach hier unten auf diese zwei weißen Kästchen, dann erstellt der Videomaker fix sofort die nächste Folie, da klicken Sie dann einfach drauf und dann können Sie hier in dieselben Folie weitermachen und einfach Ihren Text einfügen. So sieht das Ganze aus. Also, das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Und Sie können hier beispielsweise ganz einfach einen Text vorbereiten in einem Word-Dokument und dann kopieren Sie immer einfach diesen Textabschnitt, den Sie pro Folie haben möchten, hier rein, testen ein bisschen, wie lange Sie dafür brauchen, dass Sie das sprechen und so stellen Sie auch dann die Folienzeit ein. Ja, so im Prinzip funktioniert der ganze VideoMaker FX. Sie wählen sich zuerst hier Ihre Folie aus, die Sie bearbeiten möchten, die ich Ihnen jetzt dann nach und nach zeige. Hier drüben bearbeiten Sie das Ganze. Sie klicken sich einfach zuerst hier oben durch, schauen, welche Möglichkeiten Sie haben, dann spielen Sie ein bisschen hier unten rum, schauen, dass Sie mit der Farbe das alles hinbekommen und so weiter. Und wenn es Ihnen gefällt, können Sie die Folie duplizieren. Oder wenn Sie dann eine andere mit einer anderen Folie weitermachen werden, und das werden Sie, denke ich, öfters machen, dann gehen Sie wieder hier auf Add Slide und suchen sich einfach den nächsten passenden aus, fügen den hier wieder ein
und arbeiten dann einfach weiter. Ja, das war's jetzt zu diesem Tutorial, damit Sie mal sehen, wie Sie die einzelnen Folien dann wirklich bearbeiten im internen Folienbereich. Und ja, in den nächsten Videos werde ich jetzt einfach hier durch das ganze Menü kurz gehen und Sie werden hier drüben dann sehen, wie man diese Folien gestalten kann. Also einfach eine kurze Vorschau. Dann ist im Prinzip der Videomaker fix erklärt. Keine Ahnung, wie lange das dauert. Sie sehen, es geht hier eine ganz schöne Reihe runter von verschiedenen Möglichkeiten. Und das ist ja nicht immer nur eins, sondern da kommen immer einige hinterher. Darum weiß ich jetzt nicht genau, wie viele Videos das werden. Aber ja, mal sehen. Ich hoffe, das hat Ihnen jetzt gefallen, dieses Tutorial. Wenn Sie jetzt schon überzeugt sind, dann können Sie den Videomaker FX kaufen, indem Sie einfach jetzt auf den Link unter diesem Video klicken. Wirklich ist ein Schnäppchen für das, was man hier bekommt. Ich denke, das haben Sie auch mitbekommen. Und wenn Ihnen das Video allgemein gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn Sie mir ein Gefällt mir geben und es auf Social Media teilen. Bitte abonnieren Sie auch meinen Kanal, um die weiteren Updates zu erhalten. Das können Sie hier irgendwo auf diesem Video mit nur einem Klick. Ich denke, Sie sehen hier irgendwo diesen Textschnipsel. Einfach da draufklicken und abonnieren. Gut, das war's jetzt zu diesem Video. Wir sehen uns dann gleich im nächsten.